Und willkommen zurück zu Digimon. Boah, ich muss unbedingt dieses Ding hier, das hat mich letzte Folge schon genervt. Ja, einfach runtergeschmissen, ist mir egal. Ja, willkommen zu Digimon. Zur nächsten Folge. Und zwar, da werden wir jetzt den ersten Auftrag annehmen, den PC benutzen. Nö, ich setze mich hier hin, weil ich den nicht benutzen will. Ich hoffe, der Ton in der letzten Folge ist in Ordnung. Aber müsste in Ordnung sein, also von Schallquellen und alles. Müsste alles gut sein. So, untersuche die PCs, die an wichtigen Orten stehen, um auf Eden und das Digilab zuzugreifen. Genau, PCs gibt's übrigens, muss ich mal anders hinsetzen, mein Arsch tut schon wieder vom Sitzen weh, gibt's an verschiedenen Orten und man kann auch überall dann auf Eden zugreifen, wenn da halt ein Eden-Log drin ist, aber das ist eigentlich Sinn des Spiels, deswegen kann man das eigentlich überall machen. Ich habe noch keinen PC gefunden, womit man nicht auf Eden zugreifen kann. Außerdem gibt es diverse nützliche Funktionen. Dein Abenteuer, bla. Hier rüber, über den Schalter, kann man sofort nach Eden reisen. Machen wir jetzt nicht. Obwohl ich überlegt bin, nee, solange wir nicht ins Digilab kommen, brauchen wir das sowieso nicht. ATL ist übrigens das Anschlagbrett. So, hier kannst du Fälle annehmen, die bei Hoodie eingegangen sind. Wenn du dir nicht sicher bist, was du bei deinem aktuellen Fall tun sollst, kannst du im Spielemenü das Digivice ansehen, wie es weitergeht. Wenn du einen gelösten Fall als abgeschlossen meldest, erhältst du diverse Belohnungen. Du kannst nur einen Fall gleichzeitig bearbeiten. Wenn du gerade einen Fall bearbeitest, das hätte ich mir mal beim ersten Mal spielen, ich habe es ja nicht durchgespielt, hätte ich mir das mal angucken müssen, weil dann hätte ich wenigstens erfahren, dass man nicht mehr als einen annehmen kann. Wenn ich versuche, hey, warum geht das nicht? Wollte halt direkt beide und dann gehst du beide abgeben, aber sowas gibt's nicht, weil die haben immer ihren eigenen Geschichtsstrang, da wirst du auch teleportiert und sowas, wo du dann an spezielle Orte kommst und hast du nicht gesehen. So, du kannst nur einen Fall gleichzeitig bearbeiten, wenn du gerade einen Fall bearbeitest und einem anderen Fall annehmen möchtest, musst du zunächst deine Arbeit am aktuellen Fall aussetzen. Wenn du einen solchen Fall später auswählst, kannst du dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Das wäre auch geil zu wissen gewesen. Wichtig, Fälle, da oben, ATL, verwende die Reiter im ATL-Menü, um dir verschiedene Fallkategorien anzusehen. Wichtig, Fälle, die du bearbeiten musst, um mit den Handlungen des Spiels voranzukommen, die sind unter wichtig. Normalfälle, die nicht die Haupthandlung des Spiels zu tun haben und Digifarm, Fälle von der Digifarm. Sind dann Fälle? Genau, man kann Fälle suchen. Das habe ich mal eine ganze Zeit lang gemacht, weil die halt zusätzliche EP bringen, wenn du dann da gegen Digimon kämpfst. Und ich wollte nicht schon wieder stundenlang damit verbringen, da irgendwelche Viecher zu töten. Kommen wir aber in diesem Spiel nicht voran. Ich habe es anders ausprobiert, es funktioniert nicht. So, machen wir mal der Reihe nach. Schwierigkeit sind natürlich die Sterne. So. Es gibt einen Laden namens Tokyo Handy in Ikeburu. Ich schicke dir eine Einkaufsliste. Da müssen wir einfach nur was kaufen. Kneifen gilt nicht. Ermittlungsbeginn, das Ikeburu. Werden wir jetzt ein bisschen von der City sehen. Ein Anhang von Cheetos. Sieht nach einer Einkaufsliste aus. Eine Schachtel Papiertücher, Lappen, Lufterfrischer. Er hat sogar Bilder mitgeschickt. Ist das ein Fall? Sieht nach einer einfachen Erledigung aus. Jedenfalls sollte ich diese Sachen alle bei Tokyo Handy bekommen. Weißt du, in Tokyo Handy bekommst du Papiertaschentücher und sowas. Ist schon echt pervers. Naja, auf Handys kannst du ja auch Pornos gucken. Ich mache mich gleich auf den Weg dorthin. Oh, das machen wir jetzt immer. Ich hatte zwischenzeitlich mal, keine Ahnung, 100 Nachrichten oder sowas, weil ich das nicht gemacht habe auf dem ersten Teil. Das ging ja schnell und gute Antwort. Wir zählen auf dich, Neuling. Na super, mehr hat der also nicht zu sagen. Geil. Ich habe schon wieder vergessen, was zu trinken. Ich habe immer noch einen trockenen Mund. Seit Folge 1. So, gucken wir uns doch mal die Karte an. Wir sollen nach Ikeburu. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal... Die haben echt kuriose Klamotten hier an. Das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Hä? Willst du mich verarschen? Ach, nee. Da lang müssen wir. Das heißt, wir sind sogar in Ikeburu. Oder was? Hallo, ich arbeite bei Kashimiro Enterprises. Bitte besuche den Cyberspace unseres Unternehmens in Eden. Hier, zeigt das Herr Navid in Eden, um ein Geschenk zu erhalten. Oh, danke. Werbetaschentücher erhalten. Das ist ein Flyer mit einer Packung Taschentücher darin. Ein lächelnder Roboter ist da drauf abgebildet. Herr Navid ist Edens Maskottchen. Er ist jetzt gerade dort und begrüßt Kunden. Er steht am Eingang zu Eden. Du kannst dorthin gehen und es ihm zeigen. Ja, aber ich habe eine Aufgabe. Da muss ich keine Papiertücher kaufen. Sie sind sicher in einer Schachtel, aber das macht ja nichts. Hallo Goat-LP, wie geht's? Wie bitte?
Du hast eine Packung Papiertücher mit einem Roboter drauf? Ob das für die Liste reicht? Natürlich nicht! Da steht doch Schachtel Papiertücher! Ein kleines Päckchen Roboterpapiertücher reicht nicht einmal annähernd. All die Sachen, die auf der Liste sind für das Café. Kauf einfach alles, was auf den Bildern ist, die ich dir geschickt habe. Wow. Ich verhaspel mich manchmal. Das ist, wenn man die ganze Zeit streamt und nichts mehr lesen muss. Nicht mehr so viel lesen muss. Hä? Da ist Tokyo Handy. Warum kann man das nicht sehen? Da steht für mich Aquarium. Das wäre alles von der Liste. Ich schätze, ich habe den Fall erledigt. Ich mache mich auf den Rückweg zu Hoodie. Oh, mich hält jetzt bestimmt irgendwer auf. May, wie lange genau müssen wir damit noch weitermachen? Ist doch klar, bis er auftaucht. Und wenn er nicht auftaucht? Unmöglich. Wir warten ja einfach, bis er kommt. Oh, ich muss zur Arbeit. Viel Glück, Leute. Hey, warte, immer rennst du alleine los. Na und? Ist doch egal, ob ich hier bin oder nicht. Stimmt doch, Kenji. Was, schätze schon. Hey, das sollte ein Scherz sein, das war nicht nett, Kenji. Wie bitte? Ich hab dir gar nicht zugehört. Na los, Manaka, das ist deine Chance. Tut mir leid, bald fängt meine Lieblingsfernsehsendung an. Nein, doch nicht, auch Manaka? Boah, Alter, viel zu viele Sprachen. Ich lese das, glaube ich, alles normal vor. May, sie sind beide weg. Was? Ist er aufgetaucht? Wo? Nein, das meine ich. Dort entlang, oder? Hey, warte auf mich. Und jetzt ist May auch noch weg. Ich kann keinen der anderen mehr sehen. Sie laufen so schnell. Ja, vielleicht solltest du einfach mal deine Augen aufmachen. Ich schätze, damit werden wir alleine nicht fertig. Ich werde versuchen, einen Fall am Gerüchtebrett anzuschreiben. Hoffentlich nimmt ihn jemand an. Oh, hallo. Hallo? Ich hab dir zugehört, du laberst ziemlich viel Scheiße. Nanu? Synchronizität! Tut mir leid, aber du kommst mir bekannt vor. Vielleicht wegen deines Äußeren? Und du siehst aus, als hättest du Probleme mit Frauen. Was für ein riesengroßes Arschloch. Oh, tut mir leid, wenn das unhöflich klang. Es ist nur so, dass ich mich für... Physiognomie, Handel, Handlesekunst und solche Dinge interessiere. Da war gar nichts. Mich so reinzulegen, anscheinend macht ihr beide Fortschritte. Wir wollten dich nicht da reinlegen und was meinst du überhaupt mit Fortschritte? Wir wissen wirklich nicht, wovon du sprichst. Oh, Kenji, was machst du denn hier? Wie? Ich stand hier schon die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit schon hier. Gute Arbeit, Kenji. Du hast Augenzeugenberichte gesammelt, stimmt's? Du da, wohnst du hier in der Gegend? Hast du irgendwelche seltsamen Gerüchte gehört? Hast du was Ungewöhnliches gesehen? Im Moment sehe ich eine seltsame Person vor mir. Nee, das wäre fies. So eine Enttäuschung. Tut mir leid. Wer seid ihr? Wir? Nun, wir sind der Inoden-Okkultismus-Club. Wenn du Zeuge von außergewöhnlichen Phänomenen wirst oder Gerüchte darüber hörst, dann rufst du uns. Kurz gesagt, wir untersuchen okkulte Dinge, Gespenster, Geistererscheinungen, sowas eben. Wir untersuchen, ob solche Dinge real sind oder nicht. Ich bin May, die Präsidentin, das ist Kenji, das dort Manaka und die Maid mit dem Katzenohren heißt Lilly. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin der Vizepräsident. Ich bin Manaka. Ich habe keine bestimmte Funktion. Ich habe keine bestimmte Funktion. Ich stehe hier einfach nur, um schön auszusehen. Ich bin nur ein einfaches Mitglied. Ich bin Lilly. Ich helfe neben meinen Teilzeitjobs mit. Teilzeitjob mit, so. Wie dem auch sei, lassen wir es für heute gut sein. Nanu, was ist denn in dich gefahren? Meine Lippen sind viel zu trocken. Die Fernsehsendung, die du vorhin erwähnt hast, ist die Abenteuer von Nurarion, oder? Ja und? Nun ja, ich habe es vergessen. Super. Ich habe vergessen, es aufzunehmen. Hey May, warte, ich nehme es auf. Und du kannst es online ansehen. Du kannst es on demand streamen. Ich schätze, für heute sind wir fertig. Ciao. Oh
Okay. Ich mach gerade genau das gleiche Gesicht wie der. Ja, richtig. Was sollte das? Was soll's? Ich sollte zurück zu Hoodie gehen. Ich ahnte nicht, dass mir etwas Furchterregendes bevorstand. Das geht in Ikeburu erledigt. Berichte davon an der ATL. Wir sind so schwummrig. Hier, diese Dinger, da kann man Karten rausziehen. Und davon brauchen wir alle möglichen. Das war echt zu zeitaufwendig, um da halt den letzten, die letzte Trophäe für die Platin-Trophäe zu bekommen. Hm, diese Klamotten, du bist wohl Ryujis Neuling. Ich? Ich bin Guru Matayoshi. Man könnte sagen, dass ich ein Bekannter von Ryuji und Shitose bin. Ich war gerade in der Gegend, also dachte ich, ich schaue mal vorbei. Sind sie gerade unterwegs? Verstehe, dann hatte ich wohl Pech. Außerdem wollte ich die kleine Erika besuchen, aber ich habe ihr nichts mitgebracht. Ich komme ein anderes Mal wieder. Sag Ryuji, dass Matayoshi hier war, ja? Hey, verzapf bloß keine Dummheiten, ja? Eine falsche Bewegung und du bist dran, okay? Ich zieh dich bloß auf. Ich klang fast wie ein Date, ha. Oh mein Gott. Die haben alle irgendwie ein... War das ein Kommissar? Ich frage mich, wie er Ryuji und die anderen kennt. Ja, weil sie mit der Polizei zusammenarbeiten. So. Natürlich den PC benutzen. Yay, 500 Hackerpunkte, 1500 Yen und 2 TP-Kapseln. Next one. In Nagano gibt's einen Ersatzteilladen. Ich schicke dir einen Einkaufsfall. Alter. Eher bitte als Fall. Was? Eher bitte als Fall? Fang hiermit an. Ermittlungsbeginn. Das geht in Nagano. 1.5.2000XX. Ah klar, damit man das in jedem Jahr spielen kann. Ein Anhang von Cheetos. Sieht nach einer Einkaufsliste für den Ersatzteilladen aus. Ich glaube, es gibt einen Ersatzteilladen in Nakano Broadway. Ich werde dort nachsehen. Ja, schon hier die ganzen Einkäufe für die Leute machen. Ist ja schlimm. So, müssen wir schon wieder dahin? Keine Ahnung, Nakano Broadway ist doch... Ist der hier lang? Ich weiß es nicht. Es ist ja keine Zeit für Umwege, steht dann ja eh, wenn ich jetzt sowieso falsch laufe. Scheinen nicht falsch zu laufen. Ich. Nakano Broadway. Ich glaube, da müssen wir sowieso... Ja, müssen wir zur Karte. Ziel laut Nakano. Genau. Boah, da hat man so viel im... Da, genau, da läuft er... Da ist er nämlich gerade lang gelaufen, der Charakter, den man letztes Mal gespielt hat. Gucken, ob der auch die das Team hat. Weil ich glaube, man muss irgendwann mit dem oder... Ja, gegen den wäre unlogisch, mit dem kämpfen. Und das wäre echt lustig, wenn der mein Team hat, weil wenn man gegen den kämpft, dann kriege ich den nicht. Unmöglich, den kaputt zu bekommen. Die waren echt zu 100% trainiert. Ich bin in Nagano angekommen. Hier sollte es einige Ersatzteilläden geben. Wo ist der, den Shitose erwähnt hat? Ich bin so beschäftigt mit der Verbrecherjagd, dass ich schon ewig nicht mehr hier war. Ich schaue mich einfach mal um. Jo, dann schaue ich mich mal um. Ich kenne den Laden. Nee, das war ja ein Ersatzteilladen. Das war geil, hier ist nämlich... Momentan gibt es für mich nichts zu tun im Detektivbüro. Oh. Da war man nämlich oft, man hat ja einen Detektiv gespielt im letzten Teil. Oh. Willkommen, wie kann ich weiterhelfen? Ich habe der Verkäuferin die Liste gezeigt. Ich habe alles gekauft, was auf der Liste stand. Damit ist der Fall erledigt. Ein Anruf von Yu? Hey, ich habe dir doch gesagt, dass du mich anrufen sollst oder etwa nicht. Ich bin immerhin deine Freundin. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin gerade in Nakano. Können wir uns treffen? Ich will die ganze Geschichte hören. Oh mein Gott. So ein besten Freund, der braucht keine beste Freundin. Klamottengeschmack lässt auch zu wünschen übrig. Gold LP. Dir scheint es gut zu gehen. Du bist nicht verletzt.
Schau nicht so, natürlich mache ich mir Sorgen um dich. Urplötzlich erzählt mir mein bester Freund, dass er bei einem Hacker-Team mitmacht und dann höre ich nichts mehr von ihm. Alles klar bei dir? Die haben doch nichts Fieses mit dir angestellt, oder? Erzähl mir alle Einzelheiten! Oh mein Gott, schon wieder so hysterisch. Und dann hat dieser Ridley dich gebeten, bei seinem Hacker-Team mitzumachen, was? Was zum Teufel denkst du dir dabei? Hacker sind doch der Abschaum, der deinen Account gestohlen hat. Wie kannst du solchen Leuten nur trauen? Hey, warum schweigst du mich denn an, weil man mit dir nicht reden kann? Nicht alle Hacker sind böse. Na, wenn du meinst, glaube ich es dir. Vielleicht, glaube ich, ist er auch noch. Oder sie, er, sie, es, wie ihr, sie. Sei aber trotzdem vorsichtig. Selbst mit ihrer Hilfe konntest du den Verbrecher doch nicht finden, was? Danke, streu Salz in die Wunde. Aber du scheinst nicht besonders wütend deswegen zu sein, oder? Ist etwas passiert? Wenn ich bei Hoodie bleibe, finde ich ihn. K hat mehr Informationen für mich. Ich freue mich so, dich zu sehen. Nee, das letzte sage ich ganz sicher nicht. Hoodie, an denen hast du ja wirklich Gefallen gefunden. Ja, mehr als an bestimmten anderen Menschen. Hey, nimm mich beim nächsten Mal mit, ja? Ja. Jetzt schau nicht so geschockt. Ich wollte doch ursprünglich auch zum Schwarzmarkt mitgehen. Aber ich konnte nicht, weil meine Fingernägel abgebrochen waren. Dann bist du einfach ohne mich los. Ehrlich gesagt, war ich ganz schön geschockt. Wenn K dich als nächstes Mal kontaktiert, sag mir unbedingt Bescheid. Versprich es. Gut. Also ich muss jetzt los. Nach unserem Gespräch geht es mir besser. Vergiss nicht, was du versprochen hast. Ich habe gar nichts versprochen, oder? Oder habt ihr irgendwas mitbekommen, was ich versprochen habe? Da habe ich Yu wohl einen Schrecken eingejagt. Schon seinetwegen sollte ich den Verbrecher schnell finden. Ja, ja. Kurime, das Detektivbüro? Benötigst du einen Detektiv? Da ist die Olle. Mit der hatte man am meisten zu tun. Willkommen im Detektivbüro Kuremi. Komm rein, dann unterhalten wir uns. Ja, die will sich bestimmt nur unterhalten. Ach, du bist es. Wir müssen wirklich aufhören, uns ständig über den Weg zu laufen. Du bist diese Detektivin von damals? Ich habe mich noch nicht vorgestellt, oder? Sorry. Leider habe ich es mir angewöhnt, Informationen für mich zu behalten. Ich bin Kyoko Kuremi. Wie du siehst, bin ich nur eine einfache Detektivin. Ja, genau. Ich habe ein Detektivbüro hier in Nakano. Lass uns nicht hier herumstehen und reden. Komm rein. Ich weiß noch, wie ich diese ungewöhnliche Detektivin zum ersten Mal traf. Ich war in Shinjuku. Es war kurz nachdem ich Hoodie kennengelernt hatte. Sie stellte Nachforschung zu einer sogenannten digitalen Welle an. Irgendwie wurde ich in ihre Nachforschung verwickelt. Stimmt etwas nicht? Alter. Aschenbecher im Raum? Geht ja gar nicht. Erinnerst du dich an unser erstes Treffen? Du warst mir eine große Hilfe. Das Arbeitspensum hätte ich allein nicht bewältigen können. Damals hatte ich keinen Hilfsdetektiv, so wie jetzt. Wahrscheinlich ist mir dadurch bewusst geworden, wie nützlich ein Hilfsdetektiv wäre. Dafür bin ich dir dankbar. Apropos Helferlein. Weißt du, was später geschehen ist? Wie schade, vielleicht kennst du dich mit den Übernatürlichen nicht aus. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn du dem digitalen Monster in Shinjuku vor mir begegnet wärst. Das Rad des Schicksals hätte die Zukunft verändert und die Gegenwart wäre jetzt ganz anders. Unmögliche Vergangenheiten wären miteinander kollidiert und die Welt wäre verschwunden. In dem Fall wäre die Existenz einer fixen Gegenwart eine Voraussetzung. Alter, klatsch und noch mehr Fremdwörter da rein. Komm, 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 hau rein. Typisch Detektivin, wa? Eine ganz normale. Ach, schon gut, vergiss es. Machen wir es nicht zu kompliziert. Magst du eigentlich Kaffee? Tut mir leid, dass ich dir vorhin keinen angeboten habe. Um unser Wiedersehen zu feiern, möchte ich dir meine Spezialmischung anbieten. Spezialmischung? Habe ich gezittert? Was ist bloß los? Ich habe ein ungutes Gefühl. Was? Eine Digiline-Nachricht von Shitos.
Wie läuft's mit dem Fall? Während so eines wichtigen Falls würdest du dich nicht ablenken lassen, oder? Ich habe Spyware auf deinem Digivice installiert. Ich weiß... Oh, ne? Klar, Spyware. Ich weiß also, wenn du deine Pflicht vernachlässigst. Komm schon, als ob ich so etwas tun würde, aber wenn ich wollte, könnte ich. Ich ziehe dich bloß auf. Ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat. Ich habe ein ungutes Gefühl, ich sollte gehen. Was ist los? Musst du los? Du hast wahrscheinlich gerade zu tun. Ich wollte wissen, wie du meinen Kaffee findest, aber das können wir ein anderes Mal besprechen. Das Schicksal scheint uns zusammenzubringen. Sicher wird sich die Chance bald ergeben. Wenn du jemals eine fantastische Detektivin benötigst, ist das Detektivbüro Koremi unschlagbar. Ich bezweifle, dass ein Schüler wie du viel zahlen könnte, aber Geld ist nicht alles im Leben. Ein faszinierender Fall ist auch eine Belohnung, obwohl sie alleine nicht genügt. Ja, davon kann man leider kein Brot und andere Essens-, Lebensmittel, what the fuck, kaufen. Das geht in Nakano erledigt. Berichte davon an der ATL. ATU. So, da ist schon wieder so ein Bubble-Ding. So, ab wieder nach Ikeburu. In diese Stadt konnte man nämlich auch schon... Warte, konnte man nach Ikeburu? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall kann man in die ganzen anderen Städte, die es hier gibt, konnte man auch schon im ersten Teil. Wahrscheinlich gibt es noch neue, aber so weit war ich noch. Ich war ja erst Kapitel 8, glaube 10 gewidmet. War ja noch 2 Kapitel Zeit, irgendwas Neues zu finden. So. Den PC benutzen. Wir müssen jetzt erstmal schön unsere Aufgabe abgeben. Gelöst. 500 Hackerpunkte, 1500 Yen. Hey, wie lief's mit den Fällen? Ach, du hast schon 2 erledigt. Wow, ausgezeichnet. Würdest du die Kleine nach Eden begleiten? Meine Schadsoftware befindet sich an verschiedenen Orten in Eden. Sie muss regelmäßig und mit Feingefühl gewartet werden. Ryuji und ich könnten das hier erst erledigen, wenn wir mit unserem Bericht für Xaxon fertig sind. Deshalb schicke ich dich auf Patrouille. Wenn du soll... Und du sollst währenddessen die Schadsoftware überprüfen. Was? Du glaubst, dass es unangenehm wird, weil sie wütend auf dich war? Keine Bange, das hat sie schon wieder vergessen. Geh jetzt los, das ist ein Befehl von mir. Die Kleine ist bereits informiert und eingeloggt. Triff dich mit ihr im Haupteingang. Vielen Dank im Voraus. Ach, und die Kleine kann dir alles genau erklären. Alles klärchen, mein Bärchen. Vielleicht kommen wir jetzt schon ins Digilab. Oh, erstmal die Digiline überprüfen. So, Shitos meint, du weißt, wie man Fälle von der Anschlagtafel annimmt. Du kannst jetzt auch externe Fälle nehmen. Schau an der Tafel vorbei. Du kommst vom PC aus zum Haupteingang von Eden. Log dich ein und leg los. Man kann sich auch ständig Sorgen machen. Ja, ja, alles klar, danke. Hauen wir mal rein. Gucken wir aber erstmal an die ATL, weil wir können auch externe Fälle annehmen, hat er gesagt. Scheinbar doch nicht. In Eden einloggen, na Sigi. Neuer Zielort, Eden-Eingang. Boah, da sind später, sind da so viele Verzweigungen. Der Haupteingang zu Eden, ein öffentlicher Ort, der von den meisten Nutzern von Eden besucht wird. Ich sehe Erika nirgends, sie hätte vor mir hier sein sollen. Ich kann sie nicht erreichen. Anscheinend stimmt wieder etwas mit meinem Signal nicht. Immer diese Digiwelle. Vielleicht wartet sie woanders. Ich sollte mich lieber umsehen. Du hast das Stichwort unglückliches Mädchen erhalten. Super. Bei Unterhaltung wirst du Stichwörter erhalten. Genau, da kann ich auch einfach mit meinen eigenen Worten erklären. Und zwar sind das diese Schlüssel-Items, wovon ich ganz am Anfang geredet habe. Ich glaube, erste oder zweite Folge. Die kann man da ja alle nachgucken. Mit denen kann man bestimmte Gesprächsstränge mit anderen Menschen freischalten. Da ist es nochmal erklärt. Falls man sich's durchlesen will. Hallöchen, ich bin Herr Navid und das ist niedliche, cleverste Maskottchen von Eden. Du hast einen Flyer mit Papiertüchern genommen? Hier ist ein Geschenk für dich. 3x Heimattor. 3x Export. Ich hoffe, dir gefällt Eden. Ich gehe direkt davon aus, dass ich ein Hacker bin, ne? So. Ich gehe auf die Bank, dann die Post, dann ins Kino. In Eden ist alles so praktisch. Ein Mädchen? Keine Ahnung, ich habe keine Zeit. Super. Super freundliche Hilfe. Ist hier irgendwer? Warte, hier war ein Item, glaube ich. Da.
Mut.E erhalten. Ich habe einen Job in Eden bekommen. Ich fange heute an. Ich bin so aufgeregt. Du suchst jemanden? Ich habe hier niemanden gesehen. Hast du es schon woanders probiert? URL zum freien Bereich von Eden. Egal, wir werden... Oder... Oh, jetzt sind sie auch weg. Jetzt können wir hier gar keinen anderen mehr befragen. Alles klar. Haben wir wohl direkt den richtigen gefunden. Also relativ fix den richtigen gefunden, sag ich mal. So. In ein anderes Gebiet gehen. Ja, freie URL. In ein freies Gebiet von Eden. Zielort, freier Bereich. Ach, der Bereich. Da ist man auch im ersten Teil, sag ich mal, relativ am Ende hingelangt. Ich sehe Erika nirgends. Was zum Teufel? Wie lange ich schon hier bin? Seit du dich in Eden eingeloggt hast. Ich wusste nicht, wann ich dich auf mich aufmerksam machen sollte. Also, gehen wir los und überprüfen die Schadsoftware, die Shitose erwähnt hat. Eine Frage, du weißt, was Schadsoftware ist, nicht wahr? Mein armer Kopf. Du hast sie wirklich benutzt, ohne zu wissen, was es ist. Schadsoftware ist ein besonderes Virenprogramm, das durch Ausführung eines Prozesses mit Digimon-Programmen entsteht. Diese Art von Programmierung war schon immer Shitoses Stärke. Überwachung, Scannen, Nutzerprotokolle für einen Bereich. Die lieben Kleinen sind in ganz Eden installiert. Jedes von ihnen hat besondere Fähigkeiten. Mein Bruder hat sich das ausgedacht, da wir sonst im Nachteil sind, wenn wir erst nach Erhalt eines Falls Daten sammeln. Wenn diese Schadsoftware Auffälligkeiten zeigt, wird das Sicherheitssystem aufmerksam, deshalb ist die Wartung so wichtig. Ich sage nicht, dass Shitoses Programmierung schlampig ist oder so, aber das Admin-Team von Eden besteht aus den besten Technikern und dann gibt es noch andere geniale Hacker in anderen Teams, wie Xaxon. Xaxon. Alter, dieser Name. Es gibt sogar einen nicht identifizierten Hacker mit dem Namen Herr Navid. Wir müssen also besonders vorsichtig sein, verstanden? Hast du mir überhaupt zugehört? Nö. Irgendwas mit Hackern. Was? Ich strahle regelrecht, wenn ich über Programme rede? Na klar, es macht ja auch Spaß. Ich mag Programme, die digitale Welt, Eden. In dieser Welt bin ich frei. Und du? Magst du Eden? Ich mag es. Ja? Na schön, los geht's. So, aber erstmal... Jemandes Erinnerung erhalten. Okay, das habe ich beim ersten Mal nicht gefunden. Indem du Erinnerungsdaten, die allgemein Hackers Memory genannt werden und die du auf deinem Abenteuer sammelst, analysierst und durchziehst, kannst du Einblicke in bisher unbekannte zusätzliche Geschichten erhalten. Gut, du Knopf, ey. Wusste ich echt nicht. Weiß es gerade auch gar nicht, wo ich hin muss. Puffmann-Medaille halten. Ja, diese Medaillen sind das sogar, glaube ich. Hä? Ah. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir hin müssen. Die bei Kamishiro sind ein Haufen nutzloser Wichtigtour. Deren Konten sind gut gesichert, also sind ihnen Beschwerden vom gemeinen Volk egal. Ich wünsche, die Hacker würden denen mal die Konten stehlen. Das wird noch passieren. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Ach, ich laufe immer zu weit. Hier ist der Ausgang. So. Natürlich gehen wir jetzt in ein anderes Gebiet. Wir müssen ja auch irgendwie das komplette Zeug da erneuern. War das echt am Eden-Eingang? Ja. Weißt du, liest man sich mal alles durch und weiß nicht mehr, wo man hin muss. Ah, da hinten. Ah, genau das war das. Der hatte ja überall diese kleinen Pokémon. Ach, Pokémon. Die kleinen Digimon versteckt. Okay, es bewegt sich richtig. Was willst du wissen? Na, dieses kleine. Ich habe dir doch gesagt, dass wir Digimon modden, oder?
Dieses hier ist Spinnenwespe. Die hier installiert, die installierte Schadsoftware. Es überwacht Nutzer, die hier vorbeikommen. Kleine Digimon wie dieses sind sehr flexibel und dienen gut als Schadsoftware. Große Digimon verfügen über viel Kraft und Rechenleistung, aber sie sind sehr auffällig und nicht sehr nützlich als Schadsoftware. Wie dem auch sei, zurück an die Arbeit. Weiter im Text. Du hast ein Digimon dabei, oder? Gut, denn ich habe keins dabei. Das bedeutet, dass du den Geleitschutz übernimmst. Was, du findest es seltsam, ganz ohne Digimon zu hacken? Ich finde es seltsam, sich blind auf Digimon oder Digimon-Fang zu verlassen, ohne zu wissen, wer sie erschaffen hat. Wir wissen ja nicht einmal, wie sie entstanden sind, oder? Ich mag es, meine eigenen Programme zu entwickeln. Manche Leute machen sich über die Alten lustig, aber früher haben alle Hacker so gearbeitet, bis Digimon entdeckt wurden und Digimon-Fang populär wurde. Digimon-Kämpfe sind jetzt der letzte Schrei und Cheetos und mein Bruder haben eigene Digimon, aber die zwei haben noch viel mehr drauf. Ich an Digimon-Kämpfen teilnehmen? Nicht nötig. Das Kämpfen überlasse ich meinem Bruder und dir. Er meinte, du seist der neue Schläger im Team. Es könnte haarig für mich werden. Ich wollte dir jedenfalls nur sagen, was dein Job ist. Wenn du das verstehst, beeil dich und komm mit. Der zweite mit Mary infizierte Ort ist in der Eden-Gemeinschaftsbereich. Ich gehe hin. URL zum Gemeinschaftsbereich erhalten. So, dann gucken wir jetzt erstmal, ob wir speichern können. Das wäre auf jeden Fall gut. So, ja, wir können speichern. Bam, erfolgreich gespeichert. Kurz geht es. So, weil wir sind schon wieder bei unserem Zeitmaximum angelangt. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns natürlich gleich auf dem Endscreen wieder. Bis gleich.